Ali, ist schön. Es ist so sonnig und so hell, dass ich überhaupt gar nicht sehen kann, ob ich überhaupt schon filme. Ich bin heute mal einen anderen Weg gegangen. Und es ist der Wahnsinn. Schaut mal. Schaut mal, wo ich bin. Ich bin in einem weiteren verlassenen Garten. Ein bisschen fernab der Villen. Oh, diese Blumen. Die sehen aus wie kleine Grammophone. Oh mein Gott, kleine Grammophon-Lampignons. Hallo, mein Mädchen. Ich bin einen anderen Weg gegangen und ich habe dieses Haus gefunden, das nicht so alt ist wie die Villen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Sieht moderner aus oder vielleicht zumindest mit weniger Schnickschnack. Und es ist auch, man kann reingehen. Es ist so absurd. Die Wände sind voller Farben. Zuerst war es wohl eierschalengelb und dann blau und jetzt blättert alles ab nacheinander. Ist das nicht der Wahnsinn? Hier eine Feuerstelle. Da ist eine Pfanne. Ein Bilderrahmen, Alter. Und irgendwie ist die Decke aus Bambus gemacht? Ist das krass? Wow, schaut euch mal diese tolle Steinwand an. Das ist ja der Hammer. Gleich ist mein Akku alle. Oh, wow. Die kleine Hühe ist so süß. Du bist so süß, mein Schatz. Also dieser Raum hier war offen. Und die andere Tür, die habe ich gerade aufgemacht. Also da waren noch gar keine Katzen drin. Lass uns mal reingehen. Ein größerer Raum. Und diese Decke ist nicht aus Bambus gemacht, sondern aus richtigen Leisten. Krass. Kleines Vorratsriechen. Oh, und hier ist das Oberteil von... Was ist das? Ein Beil? Und in dieser Truhe liegt niemand. Ich habe geschaut. Hier ist einfach ein Schuh. Und die kleine Mühe hat sich auch reingetraut. Hallo, mein Baby. Wow. Hier haben kleine Holzwürmer ein kleines Kunstwerk gemacht. Oh, ist das schön. Wow. Was für ein abgefahrener Ort. Wieder mal ein abgefahrener Ort. Vor diesem magischen Ausblick, das muss ja mal der absolute Hammer gewesen sein, hier zu wohnen. Und das waren bestimmt Leute, die gearbeitet haben für... die gearbeitet haben für die Leute aus dem Schloss bestimmt. Weil diese hier waren auf jeden Fall nicht so reich. Ja, da unten liegt eine Glasflasche, die ich gleich ganz zertreten habe. Es geht noch weiter hoch, ich bin ganz gespannt. Aber ich wollte euch noch eben diesen, was ist das, ein kleiner Schuppen oder ein Stallecke zeigen, weil mir die so gut gefällt. Und hier kann man reingehen und die Decke ist schon ganz weggebrochen. Und hier überall liegt Klee, wächst hier und ein kaputter Kühlschrank, in dem ein Metallteller drin ist. Ich habe schon Fotos gemacht. Ich muss es gleich Crystal zeigen und sie fragen, ob sie Lust hat, hier was zu drehen. Das ist ja... Ich finde das so schön, wie hier die Natur das schon so zurückerobert hat. Wie schon überall die Natur durchgedrungen ist. Das gefällt mir so gut. Ich liebe es, wenn Menschen gemacht ist und Natur sich miteinander vermischen. Wunderschön. Hallo, mein Mädchen. So, und jetzt ist hier eine Treppe, da gehe ich doch mal hoch. Okay, mal schauen, ob es auf ist. Kleine Tür. Nein, es ist abgeschlossen. Aber das Fenster, da kann man reingucken. Und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich flippe aus. Wow, hier stehen so Sockel. Und es ist alles komplett zusammengefallen. Und die Decke ist runtergekracht. Und die Türen und Fensterläden liegen dort. Oh, mein Schatz, wie finden wir das? Wow. Ich hoffe, man kann es überhaupt sehen. Ich habe so wenig Akku nur noch, dass mein Bildschirm ganz dunkel ist. Wartet mal, ich drehe mal das Video.
jetzt hier reinklettern? Ich weiß nicht, wie stabil die Decke ist. Ich kann es nicht sagen. Am Ende krache ich noch runter. Ich bin ja zwar eine Elfe, aber eine schwere Elfe. Wow, man hat einfach den magischsten Ausblick von hier. Hier führt also dieser Weg im Haus vorbei. Und da können wir noch mal reinblicken. Diese Tür ist ja leider zu. Was ist denn das hier wieder schon wieder für ein magischer Weg? Das ist ja wirklich, also das ist ja hier wirklich das reinste Abenteuerland. Oh. Was ist denn hier los? Wow. Okay. Ich kämpfe mich durch. Seid geduldig, ihr Süßen. Es ist live. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich bin aufgeregt. Oh, man kann reingucken. Wow. Hallo? Hallo? Es ist oben zugenagelt. Aber hier kann man alles. Hier kann man reinblicken. Oh. Das ist wohl direkt hinter der Tür, die nicht mehr aufgeht. Da kann man schön durchsehen. Na, mein Mädchen, hast du es auch geschafft? Gut. Oh, und hier läuft das Wasser ab. Wie schön. Wie schön. Gut, dann versuchen wir mal hier weiterzugehen. Was für ein Abenteuerland. Oh, ich bin wirklich bis zur Hüfte versunken. Und die kleine Mühe, es ist ein Dschungel, mein Schatz. Es ist ein kleiner Dschungel. Und hier steht eine Hausnummer 59. Wow. Wir befinden uns auf einer Straße. Was kommt denn hier? Mein Gott, das ist so aufregend. Okay, ich muss auflegen. Hier ist nicht nur ein verlassenes Dorf, sondern auch ein verlassenes Schneckenhausdorf. Ganz viele kleine verlassene Schneckenhäuser. Die Schnecken sind vielleicht schon lang verstorben. Oder einfach in eine andere Dimension geflutscht. Oder sie waren Nomaden und haben ihr Haus zurückgelassen. Eine sehr farbenfrohe, mit Liebe zum Detail hat das hier gebaut. Oh, wusstet ihr, dass Schnecken die abgefahrensten und besten Architekten der Welt sind? Ja, wahrscheinlich wusstet ihr das. Ich liebe Schneckis. Ein verlassenes Schneckenhausdorf. In einem verlassenen Dorf. Leute, ich habe noch was gefunden. Was geht denn hier ab? Was? Hier ist ein Riesenzimmer. Was? Ich muss mich weiter vorkämpfen. Ich bin aufgeregt und es ist eine kleine unprofessionelle Doku über mein sonderbares Leben. Okay. Ich laufe. Aha. Wow. Mein Schatz, traust du dich? Oh. Hallo, gute Wesen. Hallo, gute Wesen. Wow. Liebe das. Wow. Oh, die ganzen Schichten von Farben. Kann man das sehen? Ich bin schon wieder überwältigt. Ich muss jetzt hier erstmal alles erforschen. Mein Handy stirbt. Ich habe keinen Strom mehr. Es ist
es ist so wahnsinnig. Ich habe gar keine Worte dafür. Überall diese kleinen versteckten Entdeckungsschätze, voll mit Emotionen und Liebe und Energie. Es ist einfach unbeschreiblich. Unbeschreiblich ist es. Ich muss jetzt mich hinsetzen und ein bisschen fühlen. Ich habe euch lieb. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht euch gut. Lasst mich wissen, ob ihr auch so aufgeregt seid, ob ihr das auch fühlt, was ich gerade fühle, dass man so überwältigt ist von der Schönheit des Momentes. Oh, ganz viele Wurzeln. Hallo. Ich setze mich jetzt kurz hin und denke nach. Ich habe euch lieb. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr fühlt euch trotz allem frei in dem, was ihr seid und was ihr sein dürft. Und wie frei unsere Gedanken sind. Und dass ihr, wenn ihr rausgehen könnt, dass ihr es nutzt. Und in der Liebe seid.